So, herzlich willkommen in der Firma BTM Turbo. Was haben wir hier Schönes? RS3, ja, das kann man auf jeden Fall mal erkennen, aber es ist ein RS3 8V mit OPF und da haben wir auch eine Abgasanlage seit neuestem und die sieht so aus und hier haben wir den Vergleich, wie die alte aussieht und wie es nicht aussehen soll und wie es jetzt aussieht. Ja, genau. Ja, gehen wir mal ein bisschen auf die Details drauf ein. Ich denke mal, man kann den Unterschied definitiv erkennen. Wir fahren ja jetzt hier dann auch der Anschluss 65 und dann geht es direkt doppelt 70 ein kurzes Stück und dann geht es direkt weiter auf 3,5 Zoll, quasi 90 mm, 89, bla 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 für die ganz genauen, aber ja, sagen wir mal 90 mm, dann splittet es das hinten auf doppelt 80 und dann geht es hier wunderschön weiter. Das heißt, wenn die beiden Klappen offen sind, fließt es hier wunderschön straight pipe raus und Klappe geschlossen. Logischerweise geht es dann hier über den kleinen Strang dann wieder hier in die Blende. Hier auch ein bisschen mein persönlicher Highlight, dass wir einfach auch doppelt in das Endrohr reingehen, so wie es halt, sag ich mal, serienmäßig auch ist. Und ich finde, es wirkt halt irgendwie schon mega geil. Ja. Mit der gelochten Endrohrblende. Ja, das kommt mega gut. Ich sag mal, hier vom Logo her, das ist jetzt mal, ja, haben wir mal groß drauf geschrieben oder es kann auch sein, dass BTM Turbo ausgeschrieben, ein bisschen kleiner drauf steht. Das war jetzt halt mal so die Variante, was wir mal getestet haben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen sind wir hier so ganz zufrieden. Ja, das Fahrzeug kriegt außerdem noch ein bisschen mehr. Kriegt jetzt noch einen Ladeluftkühler und eine Software quasi und das ist natürlich klar, alles in Verbindung ist es dann nachher eingetragen und ich denke, machen wir nachher direkt einen Soundcheck, wenn das Ding soweit ist, oder? Alles klar, dann seid gespannt. Jetzt so die Anlage von unten, unser massives Rohr nach hinten, auch wieder komplett vorne, doppelt 70, aber das habe ich ja vorhin schon erklärt. Jetzt sehen wir es einfach mal im eingebauten Zustand und wie gesagt, sieht natürlich schon brachial aus, aber von der Optik her, ja, finde ich es mega gut, sehr schön gelungen, das Ganze und ja. Ich denke, das wär's soweit. Und jetzt machen wir gleich mal einen Soundcheck und ein paar kleine Fahraufnahmen. Ist ja das Wichtigste von dem Ganzen hier. Dass man jetzt das schön gehört hat, das Ganze hier in Kombination. Wir haben ja hier in dem Fahrzeug 520 PS
Da ist noch eine Ansaugung auch noch verbaut und Fahrwerk und Zeug, was wir da schon alles gemacht haben. Aber ich sag mal, Auspuff ist ja jetzt hier das Wichtigste in dem Video. Und ja, also für alle RS3 8V-Fahrer mit OPF, hier habt ihr die Lösung für Sounderlebnis eines Fünfzylinders, so wie sie es gehört. Genau, also, da hätte ich gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh.